Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel-Karten-Meeting für die kommende Liebeswoche. Und wir bekommen interessante Informationen. Ich denke, werden sich einige von euch da draußen ganz, ganz doll freuen über gewisse Aussichten, über die die Engel sprechen wollen diesmal. Und ich glaube auch das Gefühl, dass das sehr stark auch mit der Überwindung jetzt der beiden Finsternisse im Januar und Februar zu tun haben, als wenn da wirklich kataklytisch nochmal etwas nach vorne gebracht wurde, was jetzt auch mit dem Jahr 2018 natürlich zu tun hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich, als ich in 2012 erwacht bin, es auch aus der Astrologie hieß, 2012, natürlich Ende des Maya-Kalenders, Riesenumbrüche, Veränderungen, kein Stein bleibt für viele Menschen auf dem anderen. Ist auch genauso gewesen, denke ich, für die allermeisten in vielen Bereichen. Und es hieß dann auch, diese Veränderungen werden massiv sein bis 2018. Und mit 2018, also im Laufe von 2018, stabilisiert sich die Lage, aber das Leben auch wieder für einige, gerade in der spirituellen Hinsicht, aber auch in den Lebensbereichen, die man so hat, wo die Veränderungen waren in den letzten Jahren. Und dann steuern wir mal mehr auf dieses goldene Zeitalter zu. Natürlich ist das also ein dehnbarer Begriff, natürlich geht die Entwicklung weiter. Aber es kann sein, dass eben im Laufe dieses Jahres sich das Ganze etwas beruhigt für die meisten, ja, die auch viel an sich gearbeitet haben, viel umstrukturiert haben, umgebaut haben in ihrem Leben. Und wir sehen jetzt auch in der Liebe, dass sich hier was ankündigt, was, glaube ich, auch damit zu tun hat. Das ist schon mal vorausgeschickt. Jetzt ist die Neugier bestimmt gestiegen. Aber bevor ich zum Orakel kommen kann, muss ich wieder erstmal auf die individuellen Botschaften hinweisen. Ihr habt die Auswahl wie immer bei den magischen Türchen. Hier das Ledertürchen mit dem Herzen oder das linke Deck zu nehmen. Das grüne Türchen in der Mitte. Oder das rechte Türchen, das Holztürchen mit dem roten Kartendeck. Also entscheidet einfach mit Hilfe der Türchen oder Kartendecks links, Mitte, rechts, was ist die richtige Engelbotschaft für euch für dieses Liebesorakel. Wenn ihr dazu länger braucht, haltet einfach das Video an und nehmt euch Zeit, aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Ich fange dann schon mal an mit dem Hauptorakel. Und die Engel weisen darauf hin, dass in Liebesbeziehungen, Liebesverbindungen, damit meine ich immer Seelengefährten, Zwillingsflammen, Dualseelen, das mag für jeden gerade an einem anderen Punkt sein, deshalb pickt euch das raus, was für euch gerade stimmig ist. In diesen Liebesverbindungen geht es sehr stark natürlich um den Einfluss des spirituellen Weges. Die Engel sagen, in den letzten Jahren, ganz klar, haben ganz, ganz viele Leute durch Liebespartner, durch Spiegelpartner, Lernpartner, Seelengefährten, Dualseelen, Zwillingsflammen, ganz viel gelernt auf dem spirituellen Weg, ganz viel entwickelt in sich, ganz viel Fortschritte auch gemacht. Ja? Also ihr habt erlebt, dass tatsächlich auch in der Liebe ihr ganz viel lernen konntet über euch selbst, über die anderen, über den spirituellen Weg, ja, was dazu gehört. Die Engel sagen auch, ein ganz, ganz wichtiger Faktor auf diesem spirituellen Weg, den ihr über die Liebespartner kennengelernt habt, ist eben die Selbstliebe zu erlernen. Das war ein Hauptziel, dorthin zu kommen, in die Selbstliebe zu kommen, sich selbst zu lieben, sich selbst Liebe zu geben, Liebe nicht nur im Außen zu sehen, sondern eben auch in sich selbst. Ja, und gerade fliegt draußen an meinem Fenster der erste Schmetterling für dieses Jahr vorbei. Ah, der war wunderhübsch. Also insofern sehen wir, die Transformation hat jetzt weitgehend stattgefunden. Ganz, ganz viele schlüpfen jetzt aus dem Kokon der letzten Jahre, der im Entwicklungskokon. Und ich denke, dass die beiden ersten Karten schon sagen, dass viele diesen Weg auch genutzt haben, wirklich an sich zu arbeiten, ja, wirklich in diese Selbstliebe auch zu kommen. Und dass das für viele auch erfolgreich war. Jetzt mag jeder von euch da draußen ein Stück weit am unterschiedlichen Punkt sein. Viele sind in der Selbstliebe, viele sind schon länger in der Selbstliebe und einige sind kurz davor, in diese Selbstliebe zu kommen. Das heißt, auch wenn ihr noch nicht ganz da seid, aber das ist das, was kommen wird. Die Engel sagen, auch für die, die schon weit sind in der Selbstliebe oder die, die kurz davor sind, voll und ganz in die Selbstliebe zu kommen, gibt es noch so ein Restgefühl von, ja, dennoch, es ist wunderbar, mir geht's gut, ich fühle mich toll, aber es muss natürlich auch irgendeine Seelenverbindung hier geben. Also was ist mit Seelenpartnerschaften für diejenigen Männer und Frauen oder gleichgeschlechtlichen Partner, die in der Selbstliebe angekommen sind? Bleiben die jetzt einfach alleine, laufen die alleine durch die Welt, sind mit sich selbst glücklich, grinsen sich an, aber gehen aneinander vorbei? Oder wie läuft das? Kommen da Partnerschaften zustande? Also kommt da noch jemand oder nicht? Ja, findet das jetzt alleine statt oder wie ist das? Also die Engel sagen dazu,
Nein, natürlich werdet ihr auch in die Einheit mit jemandem geführt. Ja, aber wichtig dafür war erstmal die Einheit mit euch selbst zu erlangen, wie ich das auch in meinen Zwillingsflammen Videos dargestellt habe. Es gab ein paar Leute, die fragten, ja, kannst du nicht noch mal was zum Thema Zwillingsflamme sagen? Das Ding ist, es ist alles gesagt, Status jetzt, weil das genau der Weg ist, da jetzt hinzukommen in diese Selbstliebe und danach, wenn wir dort sind, eine ganze Weile und den Status auch halten können, ja, ohne Probleme, ohne Anstrengung, kommen wir auch, werden wir in die Einheit mit einem passenden Partner auch geführt, nachdem wir uns auch sehnen, der auch zu uns passt, aber eben zu dieser inneren Einheit, die wir selbst verkörpern, ja. Und die Engel sagen auch, diese Einheit mit einem solchen Partner liegt auf eurem Seelenweg. Ja, die liegt auf eurem Seelenweg, ja. Der oder die wird euch über den Weg laufen oder über den Weg geschickt werden, ja. Also ihr werdet den Weg auch gemeinsam gehen, das, um nochmal die Frage zu beantworten. Wird hier jeder so sein eigenes Universum in sich kreieren? Nein, es wird auch einen Einheitsweg gehen, einen Weg in die Einheit und dann auch einen gemeinsamen Weg. Die Engel sagen auch, dieser Weg, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr da auch hingeführt wird, wird leichter sein als das, was ihr die letzten Jahre, wie ich es eben sagte, zwischen 2012 und jetzt im Jahr 2018 erlebt habt. Also es wird viel mehr Leichtigkeit kommen. Es wird ein erneuter Zyklus sein. Deshalb gehe ich davon aus, dass eben diese Finsternisse den alten Zyklus ein Stück weit aufgelöst haben, euch nochmal katapultiert haben, nochmal in Auflösung von Themen. Wir hatten es ja auch im Engel-Orakel für den Monat Februar, also Engel-Orakel der Liebe für den Monat Februar, wo es auch eben darum ging, der Monat hat nochmal taffe Themen, aber es löst sich auch zum Ende auf. Und das kommt jetzt. Also damit schiebt ihr jetzt einfach ganz viel nach vorne und ihr merkt, auch wenn das jetzt ein neuer Zyklus ist, es wird leichter in Liebesverbindungen. Ja? Es kommt mehr Leichtigkeit, ihr seht auch mal Ziele, ihr seht auch mal, wo das hinführt. Ihr gebt, ihr empfangt, alles ist ein Gleichklang, aber eben, weil ihr diese Arbeit an euch selbst gemacht habt, ja, um das nochmal zu verstehen. Dann gucken wir in die individuellen Botschaften, die linke Tür, hier die lila Tür. Wer diese lila Tür gewählt hat, der hat vor allen Dingen in der letzten Zeit, vielleicht auch noch ein bisschen im Moment, an Mutter-Vater-Themen zu arbeiten gehabt. Wie gesagt, die inneren Kind-Themen sind die Themen, die eben kurz vor Ende, vor Vervollkommnung der Selbstliebe-Themen nochmal anklopfen. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich in den letzten 2-3 Wochen hatte, auch davor natürlich, aber wo wirklich überall jetzt die Themen aufpoppen bei Männern und Frauen. Alle kommen an diese Themen dran und müssen ran. Also einige sind auch noch dabei. Die Engel sagen, es lohnt sich hier diese Kind-Themen, was habt ihr für Verletzungen erlitten in der Kindheit von Mutter, Vater oder mitbekommen durch deren Eheprobleme? Was muss noch geheilt werden? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht, damit das jetzt in die finale Heilung kommt, weil dann kommt auch die Vereinigung irgendwann. Deshalb wartet nicht, bleibt nicht stehen oder wartet, bis irgendwie von oben der Blitz kommt, sondern geht in die Heilung, ne? Und wenn ihr diese Themen geheilt habt, wartet nicht und geht weiter auf eurem Weg. Also bleibt in Bewegung. Euer Leben wird sich dadurch, also Liebesleben, verbessern. Die grüne Tür. Diejenigen, die grüne Tür haben, haben gelernt, durch den spirituellen Weg und auch in der inneren Ganzheit zu sein, also in der Selbstliebe zu sein, in der Heilung der inneren Kindthemen, im Selbstwert, Mut zu haben. Also sie merken jetzt vielleicht in diesem neuen Zyklus, der leichter wird, dass sie mehr Mut haben, dass sie sich mehr trauen, dass sie mehr anpacken, dass sie sehen, das, was ich tue, bringt auch was. Es bringt mich voran und auch andere. Da ist mehr Lebensfreude. Ihr genießt das Leben viel mehr. Ihr sagt, wow, alles ist toll oder alles ist prima. Mir geht's gut, mir geht's viel besser als vor ein paar Jahren. Ich habe einfach ganz viel mich getraut anzupacken, anzuschauen. Und ihr seid nicht mehr so ängstlich. Mut ist nun wirklich das Gegenteil von Angst, ja. Also Ängste auch in Liebesverbindungen, die vorher da gewesen sein mögen, lösen sich auf. Ihr merkt, wow, nee, eigentlich kann kommen, was will, es geht mir gut und ich packe das an, okay? Ganz, ganz wichtig auch, um natürlich auch eine positive neue Verbindung einzugehen, ja? Die fängt natürlich anders an, wenn man im Mut und Lebensfreude ist, als wenn man im Selbstmitleid wäre, das ist ja klar. Die Holztür. Diejenigen, die Holztür gewählt haben, sind vielleicht im Moment noch in einer Situation, wo sie einen Partner loslassen müssten oder loslassen müssen oder wollen oder sollen, wie auch immer, wo es einfach nicht mehr passt. Das heißt, die alte Energie auch des
Arbeitens in Beziehungen, des Spiegelns, des Lernpartners läuft langsam aus. Ja, das heißt, diejenigen, die eigentlich nur in deinem Leben sind, um dich anzutriggern, um dir Spiegel vorzuhalten, um dich spirituell weiterzubringen, das kannst du jetzt immer mehr loslassen. Und es wird auch so lange dauern. Also das, was Neues kommt, dass es für dich weitergeht, wird so lange dauern, bis du auch das Alte losgelassen hast. Also bis du auch sagst, okay, das war jetzt hier zu Lernzwecken und ich sehe das jetzt ein, ich verstehe das jetzt im Gesamtzusammenhang. Also da ist vielleicht schon der Wunsch nach jemand Neuen, weil ihr merkt, es ist nicht mehr ganz stimmig. Aber ihr kommt nicht in die Einheit mit jemand Neuen, wenn ihr noch am Alten festhaltet. Ne? Und das kann einfach sein aus der völlig, völlig ohne Bewertung, auch im Gottes Willen von meiner Seite. Also ich versuche es wirklich nur zu erklären. Es geht nur darum, zu erkennen, dass das eben für ein paar Jahre jetzt auf dem spirituellen Weg eben Spiegelpartner waren und Partnerinnen, die uns geholfen haben, auch über den harten Weg, über das Lernen, auch durch Leidensdruck und Schmerz hinzugucken, was eben Heilung, na, wie wir hier vorne sehen, braucht. Aber für den weiteren Weg kommen jetzt andere. Und da kommen eher welche, die auf deiner Schwingungsebene sind, die auch in der inneren Ganzheit sind. Und damit du dich dafür öffnen kannst, es ist wichtig, das Alte loszulassen und so lange wird es auch dauern, bis du das kannst. Ja? Also ich hoffe, das hilft jetzt allen weiter, so ein bisschen die aktuelle Situation einzuschätzen, was zu tun ist, wo man so steht. Und wie gesagt, macht euch um Gottes Willen keinen Druck. Ihr steht da, wo ihr steht. Ihr lernt gerade das, was ihr lernen sollt. Da gibt es keinen Stress, da gibt es keinen Zeitdruck. Es ist einfach nur von den Engeln so gemeint, dass sie euch zeigen wollen, weil wir haben lange auch hier nicht im Orakel so sehr das Thema gehabt mit Wiedervereinigung oder Vereinigung der Seelenpartner. Also so ganz explizit, dass sie so richtig darauf hingewiesen haben. Aber die Karte zeigt nochmal doch, das steht für viele an und wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr. Ne? Hängt natürlich von der eigenen Entwicklung ab, auch vom Loslassen des Alten und so weiter. Aber das kommt und bleibt in eurer Selbstliebe, pflegt das, zieht eure Grenzen, gesunde Grenzen, geht in euren Selbstwert und dann wird auch das Richtige zu euch kommen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, euch allen, uns allen von Herzen eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Woche und weiter einen guten Weg in die Einheit und bis bald.